Tja, wenn es eine neue Hardware gibt, ist Sega immer vorne dabei. Diesmal mit Sonic Free Riders. Das ist ein Rennspiel, ein futuristisches, mit Sonic und seinen Freunden. Wer hätte das gedacht? Und los. komm. Natürlich muss ich Ringe sammeln. Klar, ist ein Sonic. Kann springen und kriegt für meine Sprünge Punkte. Der war jetzt noch nicht so. Jetzt habe ich aber die Booster-Pads verpasst. Blöd. Ah, das Ganze ist nämlich tatsächlich so leicht zu steuern, ist dieses Spiel nicht. Man könnte sogar sagen, manchmal ist die Steuerung richtig verkorkst. Na komm. Schwerf ab. Was mit dir? Man weiß zum Beispiel jetzt nicht, wie genau feuere ich diese blöde Waffe ab. Nee. Kein Wunder, dass ich der Letzte bin, denn ich kann nicht vernünftig steuern, kann meine extra Waffen, die ich aufgesammelt habe, nicht abfeuern. Kurz, das Ganze ist, sagen wir es wie es ist, nicht besonders gut. So, jetzt sind wir bei Sports Island Freedom. Wieder eine Sportspielsammlung, eine von vielen für Kinect. Diesmal von Konami und ich habe jetzt eine Disziplin ausgesucht, die ein bisschen ungewöhnlich ist, nämlich Kendo, typisch japanisch. Wir gehen jetzt gleich mit Bambusschwertern auf uns los. Und man stellt sich jetzt natürlich vor, Bambusschwerter, boah, Dynamik, jetzt gibt's Kämpfe, jetzt geht echt was ab. Die Tatsache ist aber, ich hau ihm einfach auf die Rübe. Kopftreffer, Runde gewonnen. Super, oder? Geht ziemlich einfach das Ganze. Klar, im echten Kendo ist es auch oft so, dass nach wenigen Sekunden alles vorbei ist. Aber ein bisschen mehr Action hätte ich mir da schon gewünscht, zumal das Ganze echt ziemlich leicht ist. Okay, bekanntermaßen bin ich ja ein Schöngeist und Freund anmutiger Bewegungen und deshalb habe ich jetzt den Eiskunstlauf als Disziplin gewählt und schlage hier Pirouetten zum Beispiel. Sprung verpatzt. Oder fahre hier schöne Übungen. Naja, für ein Gut hat es gereicht. Perfekt. Bin quasi die Kathi Witt aus München. Nachmachen, Freunde. Gut, dass ich mir nicht blöd vorkomme. Aber ich bin ein unentdecktes Eiskunstlauftalent, ich merke schon. Bühlmann-Pirouette gestanden wie ein Einser. Verdammt. Jetzt aber, ne? Puh. Mein Gott, hoffentlich ist es nicht die Pflicht und die Kühe oder was? Ja, das ist der Eiskunstlauf von Sports Island Freedom. Bevor sich da Alex hinter der Kamera jetzt totlacht, höre ich auf. So, jetzt sind wir bei Crossboard 7. Das ist auch ein Hoverboard-Spiel. Diesmal allerdings von Konami. Und auch hier geht es darum, mit seinem Brett möglichst schnell den Berg runterzusausen. Hier gibt es verschiedene Modi, zum Beispiel freies Rennen und dergleichen. Ich habe aber hier mal Flugdistanz. Hier geht es darum, möglichst weit und hübsch zu gleiten und dabei vielleicht sogar noch ein paar Tricks abzufeuern. Das Ganze natürlich wieder mit viel Gehüpfe, Arme ausstrecken zum Gleiten. Ich fliege! Und dann auch noch möglichst früh ins Ziel kommen. Logo. Das Ganze steuert sich tatsächlich deutlich besser als Sonic Free Riders. Man hat halt nur Sonic und seine Freunde nicht dabei, sondern irgendwelche unbekannten Fahrer bzw. seinen eigenen Avatar. Es gibt natürlich auch Extras, die man einsetzen kann, indem man dann hier zu einfach so aufstampft. Aber ich habe jetzt leider noch keins dabei. Mal sehen. Yes, und hopp. Das ist Sandsturm. Ja, vor allem mitten rein, ist klar. Aber gar nicht so schlecht, weil der gibt mir ein bisschen Drive und ich kann jetzt wunderbar gleiten. Extra Bein hoch und stampfen. Ja. So, jetzt.
entfesselt. One finish line coming right up. Na komm. Naja, immerhin Vierter. Wie gesagt, besser als Sonic ist es allemal. Vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss in Sachen Hoverboard oder Snowboard spiele, aber mei, kann ja noch werden. Das hier ist Kinect Joyride, einer der schwächeren Starttitel. Ist ein Autorennspiel. Man kennt es vielleicht, es wurde vor 2 Jahren auf der E3 angekündigt, als es darum ging, Avatare in Spiele einzubauen. Und jetzt hat man nicht nur Avatare eingebaut, sondern auch noch eine Kinect-Steuerung. Und das Ding funktioniert so, ich habe hier quasi wieder mein virtuelles Lenkrad, kann hier versuchen, die Gegner zu überholen. Dann werden auch noch Fotos von mir gemacht, während der besonders spannenden Passagen. Und ich kann auch in Kurven driften. Na. Das Ganze sieht eher aus wie ein Xbox Live Arcade-Spiel, wenn man ehrlich ist. Also eher schlicht und ist nicht so richtig cool, wenn man ehrlich ist. Für zwischendurch geht schon mal, aber man darf nicht vergessen, auch so ein Spiel für zwischendurch kostet ja auch 40 Euro und die ist Kinect Joyride nicht wert. Durch dieses nach vorne und hinten ruckeln kann ich übrigens den Turbo aktivieren. Der bringt manchmal ein bisschen was, wenn es darum geht, den Gegner schnell zu überholen. Es gibt diverse Spielmodi, also nicht nur hier das Rennen, sondern auch ein Wettkampfrennen mit Extras, es gibt ein Stuntrennen, man kann auch online gegen andere Spieler fahren, aber es hilft, wie gesagt, alles nichts. So ein richtig gutes Rennspiel ist Kinect Joyride nun mal leider nicht. Drachen sauber landen. So, warum halte ich die Arme hier so blöd? Weil ich Drachen fliege, und zwar in Motion Sports von Ubisoft, noch eine Sportspielsammlung, diesmal mit den Disziplinen Reiten, American Football, Drachenfliegen eben. Boxen ist auch dabei, Skifahren und, habe ich irgendwas vergessen, Fußball, genau. Das Fußball ist auch wenig mehr als ein Elfmeterschießen. Das Drachenfliegen hier ist so schön entspannend und ruhig. Es geht vor allem hier darum, meine Drachen eben zu lenken, die Geschwindigkeit richtig zu dosieren und dann zum Beispiel hier unter diesem Tor durchzufliegen. Sie sind schnell und furchtlos. Es macht Freude. Und ich auf der anderen Seite dann mit neuem Schwung diesen Aufwind erwische. Das Ganze erinnert sehr an Pilot Wings und ist tatsächlich ziemlich entspannend, auch weil die Landschaft so wunderschön ist. Was man allerdings kriegt, ist nach einiger Zeit hier ordentlich lahme Arme. Denn es ist gar nicht so einfach, die hier immer waagerecht zu halten und immer richtig zu balancieren. Ja, jetzt fliege ich hier schön durch Arizona, durchs Monument Valley. Die anderen Sachen waren mir alle zu stressig. Es ist tatsächlich nämlich auch so, dass diese Football-Disziplin wenig mehr ist als ein Hindernislauf, Hüpfen, Ducken und das Fußball eben, wie gesagt, ein Elfmeterschießen und Reiten. Mein Gott, da sitzt man halt auf dem Pferd und muss auch im richtigen Moment hochhüpfen, damit das Pferd die Hindernisse nimmt. Also eher Fahrt. Da bleiben wir doch lieber hier beschaulich in der Wüste. Und das war's dann nämlich auch mit unserem kleinen Kinect-Rundumschlag. Volleyball ist super, solange es die brasilianische Frauenmannschaft spielt. Ich habe mir schon ein bisschen Dramaturgie überlegt, wie ich dann jetzt mal ein bisschen ruhigeres Spiel erledige. Bin doch nicht blöd. Jaha. Was, das verstehe ich halt auch nicht. Weißt, jetzt, wir haben so viel Leid bei uns. Und wer muss die Kinect-Videos machen? Der fetter Steve. Na toll. Super.